Amir von Curve meldet sich von der ASUS-Pressekonferenz aus Berlin im Rahmen der IFA und die Taiwaner haben, wie erwartet, ihre Smartwatch, ihre Android Wear Smartwatch angekündigt. Die Dame neben mir zeigt die uns hier freundlicherweise. Wie erwartet ist sie auch sehr günstig, 199 Euro kostet das Ganze oder damit der günstigste Eintrag der aktuellen Android Wear Smartwatches. Und hier läuft auch schon Android Wear 2.0 drauf, das heißt, da sind neue Features. Wir haben das gerade gesehen, zum Beispiel kann man durch einen Doppeltipp auf die Uhr sein Smartphone, sein verbundenes Smartphone dann orten. Man kann durch Halten der Hand drauf einen eingehenden Anruf zum Beispiel leise stellen. Das sind nur ein paar Features. Wellness-Features gibt es auch, also offensichtlich ein Herzfrequenzmesser, der dann den Puls misst und einem sagt, ob man gerade relaxed ist oder nicht. Viele neue Features mit der Android Wear und ASUS legt großen Wert darauf, dass die Verarbeitung hier sehr hochwertig ist. Also wir sehen das, das Ganze ist relativ schmal, es ist ein Lederarmband dran und insofern ist das schon eine sehr hübsche Android Wear Watch, muss ich jetzt so sagen. Wir freuen uns auf das Testgerät, wenn ich das Ganze dann mal ausprobieren kann. Ja, und ansonsten gab es noch mehrere andere Highlights von ASUS, die findet ihr alle bei uns im Kanal, also abonniert den am besten, dann verpasst ihr auch sonst keine IFA-Highlights. Ich bin Amir von Curve und wir sehen uns. Bis dann, tschüss.